und herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Das sind die Themen der Woche. Sabine Riemschneider erhielt den Kunstpreis der Stadt Wernigerode. Projekt Mensch Beethoven aus Wernigerode hofft auf Preisgeld. Und Sommerferien, Fanpasszeit. Sabine Riemschneider erhielt den Kunstpreis der Stadt Wernigerode. Sabine Riemschneider, Künstlerin aus Wernigerode, wurde mit dem Kunstpreis der Stadt Wernigerode geehrt. Die feierliche Vergabe des Preises fand im Rahmen einer Sondersitzung des Stadtrates statt. Die Verleihung des Kunstpreises ist für Sabine Riemschneider eine große Anerkennung ihres Schaffens durch die Stadt Wernigerode. Frau Riemschneider trug sich als Kunstpreisträgerin in das Goldene Buch der Stadt ein. Im Anschluss wurde ihre aktuelle Ausstellung Querschnitt im Schiefen Haus eröffnet. Diese kann noch bis zum 24. September besucht werden. Projekt Mensch Beethoven aus Wernigerode hofft auf Preisgeld. Das Projekt Mensch Beethoven aus Wernigerode hofft bei der Verleihung des Deutschen Kinder- und Jugendpreises nächste Woche auf ein Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro. Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Er ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert und damit der höchst dotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Partner des Deutschen Kinder- und Jugendpreises ist der Europapark in Rust. Dort findet am 3. Juli die Preisverleihung statt, zu der die Kinder und Jugendliche eingeladen sind. Für die Vorstellung der Projekte wurden die Nominierten mit einem Kurzfilm porträtiert, der zur Preisverleihung erstmals veröffentlicht wird. Beim Projekt Mensch Beethoven haben Schülerinnen und Schüler der Freien Grundschule Wernigerode mit selbstgeschriebenen, humorvollen Dialogen und spannenden Geschichten aus gut recherchierten Quellen den Zuschauerinnen und Zuschauern Beethoven nähergebracht. Bei der Erarbeitung der eindrucksvollen Inszenierung waren die Kinder maßgeblich an Schauspiel, Kostüm, Gesang, Musik und Tanz beteiligt. Das Musiktheater wurde zusammen mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode verwirklicht, mit dem seit 2017 eine Kooperation für gemeinsame kulturelle Projekte besteht. Mit großem Engagement und Gemeinschaftsgeist schafft es die Schule mit Mensch Beethoven, einen innovativen kulturellen Beitrag zu leisten, um die in den letzten 3 Jahren entstandenen Corona-Defizite zu überwinden, Schülerpersönlichkeiten zu entfalten und mit humorvoller und tiefgründiger Musikvermittlung die Musikkultur des Wohnortes zu beleben. Sommerferien, Ferienpasszeit. Für die Sommerferien vom 6. Juli bis 16. August hat die Stadt Jugendpflege Wernigerode wieder ein buntes, abwechslungsreiches Erlebnisprogramm für Schülerinnen und Schüler zusammengestellt. Dabei sind viele Ideen und Anregungen der Kinder und Jugendlichen selbst mit ihnen die Planung eingeflossen, informiert Amtsleiterin Doreen Köhler. Der Ferienpass 2023 präsentiert sich mit vielen Naturerlebnissen, Angeboten wie zum Beispiel Felsklettern, Angeln, einer Nachtwanderung mit Picknick, einer Wanderung zum Sonnenaufgang auf dem Brocken, Wasserski, Paddeln auf der Bode sowie diversen Freibadbesuchen. Aber auch Ausflüge nach Berlin, Magdeburg und Quedlinburg sowie ein Töpferkurs stehen auf dem Programm. Am letzten Sommerferientag steigt dann noch einmal eine große Ferienabschlussparty im Jugendtreff Harzblick. Das komplette Ferienpassprogramm ist seit dem 15. Juni auf der eingeblendeten Webseite zu finden, zusammen mit näheren Informationen zu den Teilnahmebedingungen und den einzelnen Veranstaltungen. Die Anmeldung für die Ferienpassveranstaltungen ist seit Montag, dem 26. Juni, möglich. Wie bereits in den Vorjahren erfolgt die Anmeldung zu allen Ferienpassveranstaltungen ausschließlich online. Gleich nach der Anmeldung sind die Teilnahmekosten an die Stadtverwaltung Wernigerode zu überweisen. Wer Unterstützung bei der Anmeldung benötigt, kann sich in der Zeit vom 3. bis 20. Juli jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Büro der Stadtjugendpflege im neuen Rathaus in der Schlachthofstraße 6 melden. Landesweite Beschilderungen von Schutzgebieten im Gang. Schutzgebiete sind durch eine entsprechende Beschilderung auszuweisen. Dies gilt auch für die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die Fauna-Flora-Habitatgebiete und die europäische Vogelschutzgebiete, die zusammen die Natura 2000-Kulisse bilden, die es in einer Vielzahl auch in Sachsen-Anhalt gibt. Die Bereitstellung der Schilder erfolgt durch die obere Naturschutzbehörde im Landesverwaltungsamt, um in Sachsen-Anhalt flächendeckend Schutzgebiete neu zu kennzeichnen. Sie erfolgt in Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde, der Landkreise und kreisfreien Städte in den entsprechenden Gebieten, die dafür Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums in Anspruch nehmen können. In einigen Landkreisen ist dies bereits geschehen und die Beschilderung beendet oder wird derzeit vorgenommen. Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes an der Hochschule Harz. Nicht nur in der Privatwirtschaft besteht ein Fachkräftemangel.
Auch in der öffentlichen Verwaltung und in öffentlichen Unternehmen ist das Thema gegenwärtig. Mit weitreichenden Folgen für die Praxis, denn die öffentliche Verwaltung steht vor zahlreichen Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Die Sicherung der Fachkräfte ist hier entscheidend. Die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an eine gut ausgebildete Verwaltung sind berechtigterweise hoch. In diesem Jahr fiel die feierliche Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen am Freitag, den 23. Juni, erstmals mit einem weiteren Ereignis zusammen, dem Internationalen Tag des öffentlichen Dienstes. Vor 20 Jahren von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, würdigt dieser wenig bekannte Tag alljährlich die Arbeit der Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind. Seit inzwischen 25 Jahren widmet sich der Fachbereich Verwaltungswissenschaften am Standort Halberstadt speziell der Ausbildung von Expertinnen und Experten für die Verwaltung. Durch seine vielfältigen Bachelorstudiengänge wie öffentliche Verwaltung, Verwaltungsökonomie und IT-Management, Verwaltungsinformatik sowie den Masterstudiengang Public Management, der auch berufsbegleitend absolviert werden kann, trägt der Fachbereich aktiv zur Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen bei. Dabei werden nicht nur fachliche Kompetenzen vermittelt, sondern auch praxisorientierte Erfahrungen und Soft Skills entwickelt. Studieninteressierte, die eine Karriere im öffentlichen Dienst anstreben, und Interessierte aus der Praxis finden weiterführend Informationen unter dem eingeblendeten Link. Stiftungspreis für mehr Lebensqualität in Kommunen ausgelobt. Wie die Harzer Landtagsabgeordnete Monika Hohmann und Andreas Henke, beide Die Linke, mitteilen, haben Städte und Gemeinden in der Region ab sofort die Möglichkeit, eine finanzielle Förderung für mehr Stadtgrün zu erhalten. Unter der Schirmherrschaft des Bundesbauministeriums fördert die Stiftung Lebendige Stadt die naturnahe Umgestaltung von Straßen und Plätzen, Städten und Gemeinden bis zu 50.000 Einwohnern. Ziel ist es, Gemeinden bei der Erneuerung ihrer öffentlichen Flächen hin zu mehr Artenvielfalt und besserer Luftqualität zu unterstützen. Die Gewinner des Wettbewerbes können hierfür eine Förderung von 30.000 Euro erhalten. Die beiden Harzer Politiker möchten die Kommunen im Harzkreis ausdrücklich dazu ermuntern, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Benefizkonzert im Dom zu Halberstadt. Am Freitag, dem 7. Juli, wird der Dom zu Halberstadt um 19 Uhr zu einem Schauplatz musikalischer Exzellenz und Wohltätigkeit. Der renommierte Kammerchor Wernigerode und der beeindruckende Menlo Park High School Choir aus Südafrika werden anlässlich des 12. Internationalen Johannes Brahms Chor Festivals ein Benefizkonzert der Extraklasse präsentieren. Das Benefizkonzert ist eine Gelegenheit, um gemeinsam mit der Musik etwas Gutes zu tun. Es wird nicht nur die Herzen der Musikliebhaber höher schlagen lassen, sondern auch einen wichtigen solidarischen Beitrag leisten. Sind sich Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascher und Halberstadts Stadtoberhaupt Daniel Zarata sicher. Großes Schloss Blankenburg erhält Förderung. Für das Große Schloss Blankenburg werden im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogrammes 445.000 Euro vom Bund bereitgestellt. Die Mittel ermöglichen insbesondere eine Erneuerung des ca. 300 Jahre alten Schieferdeckung der Dachanlage sowie eine großflächige Bekämpfung von und Vorsorge gegen neuerlichen Schwammbefall. Das Denkmalschutz-Sonderprogramm fördert Maßnahmen, die der Substanzerhaltung und Restaurierung von national bedeutsamen Kulturdenkmälern dienen. Das Große Schloss Blankenburg gilt als das größte noch erhaltene Welfenschloss und feiert in diesem Jahr sein 900-jähriges Bestehen. Ferienjob und Praktikum helfen bei Berufsorientierung. Egal ob Job oder Praktikum, beides verschafft einen Einblick in den Arbeitsalltag und ist auch ein Realitätscheck. Mit einem Ferienjob kann man sein Taschengeld aufbessern. Beim Praktikum steht die Orientierung für eine Ausbildung oder ein Studium im Vordergrund. Fragt man am Ende nach einem qualifizierten Zeugnis, wertet man damit in jedem Fall die Bewerbungsmappe für die Ausbildungssuche auf. Auch wer sich um einen Studienplatz bewirbt, muss unter Umständen ein mehrwöchiges Vorpraktikum vorweisen können. Wie findet man einen Praktikumsplatz und was muss man bei einem Ferienjob beachten? Unter dem ersten eingeblendeten Link gibt es eine Übersicht gemeldeter Praktikumsstellen im Landkreis. Für ein Praktikum im Handwerk wird sogar eine Prämie gezahlt. Alles Wichtige dazu erfahren Interessierte unter dem zweiten eingeblendeten Link. Für einen Ferienjob lohnt sich der Blick auf die schwarzen Bretter der Supermärkte. Auch eine Nachfrage bei den Arbeitgebern von Eltern, Verwandten und Bekannten ist eine gute Idee. Was muss man bei einem Ferienjob beachten? Für Schülerinnen und Schüler gelten während eines Ferienjobs strenge Regeln. Welche das sind, erfahren Arbeitgeber und Interessierte ebenfalls unter dem ersten Link. Sonderpreis an Kirchengemeinde St. Cyriakus Gernrode.
Sachsen-Anhalts Tourismusstaatssekretärin Stefanie Pötsch hat in der Konzerthalle Ulrichskirche den Straße der Romanik Sonderpreis 2023 an Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde St. Cyriakus Lenrode verliehen. Die Gemeinde erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis für ihr Projekt Virtualisierung des Heiligen Grabes in der Stiftskirche als 3D-Modell. Die Straße der Romanik feiert in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen. Sie zählt mit durchschnittlich 1,5 Millionen Besuchern im Jahr zu den erfolgreichsten Tourismusstraßen Deutschlands. Endlich heißt es wieder zum Wohl die Pfalz auf dem Wendloder Marktplatz. Vom Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli 2023 heißt es auf dem historischen Marktplatz von Wendelrode wieder zum Wohl die Pfalz. Zum 33. Mal kann ab 17 Uhr auf den Weintagen angestoßen werden. Das Wendelroder Stadtoberhaupt Tobias Kascher wird zusammen mit Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich und Wolfsdresler Armin Hafer am Freitag die Neustädter Weintage eröffnen. Auch die Wendelroder Weinprinzessin Christine I. und die pfälzische Weinprinzessin Sandra Eder aus Neustadt sind wieder mit vor Ort. Höhepunkt wird wiederwohnt der Küferschlag der Winzer am dafür bereitgestellten Weinfass sein. Mit dem traditionellen Zunft- und Handwerkstanz der Fassbinder wird das Weinfest offiziell begonnen. Ein kulturelles Rahmenprogramm rundet das dreitägige Fest ab. Von Gesang zum Klang mit den Michaelsteiner Barokkanern. Die Möglichkeiten der menschlichen Stimme und ihr Klangfarbreichtum sind Vorbild für zahllose Instrumentalwerke. Gerade in der Barockmusik galt das Singen als die Grundlage, auf der die Melodien zu einer Sprache und damit für alle Menschen fasslich wird. Im Barokkanerkurs ging es darum, wie auf Instrumente im barocken Sinn singend gespielt werden kann, wie auch Instrumentalmusik atmet oder wie man auf singende Weise eine barocke Melodie besser versteht. Und das zeigen die Barokkaner nun in ihrem Abschlusskonzert am 9. Juli um 11 Uhr zum Picknicktag im Kloster Michaelstein. Parkfest in den Spiegelsbergen wird international. Die Stadt Halberstadt lädt am 5. August 2023 zum 15. Mal zum Parkfest in den historischen Landschaftspark Spiegelsberge ein. Dazu gibt es einige Neuerungen und Überraschungen. Wie Oberbürgermeister Daniel Zarata beim Gespräch über das Fest bekannt gab, wird in diesem Jahr gleichzeitig das Städtepartnerschaftstreffen stattfinden und internationales Flair mitbringen. Die Stadt Halberstadt wird Delegationen aus ihren Partnerstädten in der Slowakei, Tschechien und Frankreich sowie aus den deutschen Partnerstädten Wolfsburg und Kappeln begrüßen. Auch eine Delegation aus der Langensteiner Partnergemeinde Jubitz in Österreich wird erwartet. Alle Städte werden sich mit einem künstlerischen Beitrag oder einem Informationsstand auf dem Parkfest präsentieren. Passend zum Motto Parkfest International wird es eine zusätzliche Bühne an der Jahnwiese für die Kulturauftritte der Partnerstädte geben. Auf dieser Bühne auf der Terrasse des Jagdschlosses am Gästehaus Spiegelsberge sowie südlich des Bellwerde-Turmes gibt es eine bunte Mischung aus vielen Musikrichtungen mit bewährten sowie neuen Künstlerinnen und Künstlern. Alle Informationen zum Parkfest und eine vollständige Programmübersicht gibt es unter dem eingeblendeten Link. Ausstellung im Dormitorium. Am Sonntag, dem 2. Juli um 11 Uhr, findet im Kloster Ilsenburg die Eröffnung der Ausstellung Viele Köpfe mit Gesprächen der Künstler Andrea Ludwig, Charlotte Schröner und Eberhard Högerle statt. 244 Köpfe von Andrea Ludwig und Charlotte Schröner ist eine Serie von Köpfen, deren Ausgangspunkt Verpackungsmaterial war. Die Köpfe sind keine Porträts, sie sind Abbilder von Bildern, die man im Kopf hat. Alte Meister, Comics, Kinderzeichnungen, Masken und Fotografien. Die Malerei ist spontan und will keinen Stil erzeugen. 2800 Köpfe, so nebenbei, von Eberhard Högerle sind Zeichnungen, die meist bei längeren Telefonaten in Sitzungen beim Fernsehen oder im Café meist als unbewusst entstanden sind. Stilvorgaben gibt es nicht. Das Kloster ist geöffnet dienstags bis Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr. Das war's auch schon wieder mit Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Unterhaltung mit der nachfolgenden Sendung.